Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2013 zum Kurbelliga-Rennen. Scheiße, alles verhauen. Kurb in Mulchern zum Italien-Rennen. So hieß es. Schon nachts um 1, der ist schon völlig durch. Ja, aber ich habe die Pole Position. Und wir haben mal nachgeguckt, die fahren in Italien, in seiner Karriere sind sie auch noch nur 23-2 gefahren. Das und heißt, ihr könnt theoretisch wirklich mit diesem scheiß Toro Rosso weg auf die Pole Position fahren. Das und ist deswegen ist auch Vettel, der hat doch letztes Jahr 2008 gewonnen. Mach ich hier das Comeback? Darf ich das gleiche? Gewinne ich den großen Preis von Italien im Toro Rosso? Oh, das wäre doch... Was habe ich im Training gesagt? Ich glaube, ich werde heute scheiß Toro Rosso sagen. Was ist es? Es kommt drauf an. Ich krieg die Motten. So, ich... Drei Stops, ja. Was haben die denn gesochen? What? Drei Stops. Was haben die geraucht? Ach, so ist das, ja? Ich soll auf meinen abgenutzten, weichen Reifen fahren, ja? Statt auf hart, ganz ehrlich. Sind die besoffen, die alle, ey? Ich statt auf hart, auf den neuen harten Satz. Dann wechsle ich. Wie lange halten harte Reifen? 12 Runden? Guck doch nach, du hast doch die Übersicht, da steht doch die Endkurve. Die lügen doch alle. Ja, ziehst was ab da. 11,710 Runden hätten sie ja, durch. Ja, 8 Runden. Dann wechsle ich auf Reifentyp wählen. Ich mach den letzten Stint. Nein, ich will doch keinen Boxenstopp hinzufügen. Ich wechsle in Runde 10 dann. Reifentyp wählen, nochmal auf Fahrt. Alter, 3 Stops, was haben die geraucht? Wechsle in Runde 20, nochmal auf Hard. Also ich gehe in 5, 11 und 19, damit du Bescheid weißt. Und dann wechsle ich... Na fuck ey, warte mal. Ich wechsle in Runde 10 auf Hard. Wechsle ich in Runde... Was ist das für ein Fieder gerade? Dann wechsle ich auch Runde 20 nochmal auf... Weich. Genau, ich wechsle in Runde 20 nochmal auf... Weich. Den Boxenstopp entfernen. 2 Stops. Hart. Spaß. Ich wechsle hart. Wechsle in Runde 10 auf hart. Und Runde 20 auf weich. Scheiße. Ja, sehr, sehr aggressive Strategie, aber die musst du, glaube ich, auch reingehen dahin. Die muss ich eingehen, also. Ja. Anders geht's ja nicht. Machen wir mal so ein Rennen heute hier. So, wir legen los. Ah, nicht Schallaufstellung. Nee, ich mach schnell. Philipp auf der 1, verdient 2. Hamilton, 3. Alonso, 4. Vettel, 5. Master, 6. Rosberg, 7. Weber, 8. Button, 9. Paris, 10. Hülkenberg, ich von der 14. Raikön von 22. Und Guido von der 20. Los geht's. Let's do this. Oh, du redest mal Englisch. Let's get together. DTM F1 is faster than you. Team Radio. DTM F1 ist faster than you. Yes, 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 I know what Scheiß I do. Scheiß Toro Rosso. Doch unnormal, ey. Wenn ein Ingenieur sagt, DTM F1 ist faster than you, dann würde ich sagen, yes, 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 I know what I do. Ich weiß, was du sagen willst. Ich weiß, was ich tue. Kimi Räikkönen. Der große Preis von England. Ach, Italien. Gott, ey, wo bin ich schon? Jemand geklopft bei dir? Das war das gute Nachtzeichen. Alter, was ist denn schon wieder los denn jetzt? Klar, Verwarnungskollision verschuldet. Ich hab nichts gewonnen in der ersten Kurve, nichts gewonnen. Ich hab nur verloren. Wirklich? Wer bist du Platz? Weiter. Wow. Alter, optimal ist mein Benzin, was ist denn das? Optimal? Weber nur 12 da. So, der ist mal ins Kies gefahren, der Weber. Weber ist damit letzter, Philipp. Okay. Die Chancen für dich, dass Weber keine Punkte hat, ist sehr groß. Vor allem, dass Alonso der Rest mich kriegt, ist groß. Was denn jetzt?
Groß. Ah, 12. Leonardo 13. Kann sich sehr gut aufhalten, denn ey. Erster wieder? Ja. Halt seinen Fall auf für mich. Ich will rankommen. Und gesamte Rennen trocken, Philipp. Oh, hier steht 1 und 2 DNF 1. Ja, ich duelliere mich mit dem ganzen Haufen hier hinten. Aber wir mal gucken, was wir jetzt hier reißen können. 27 Runden, die gehen schnell vorbei. Ich sehe mich schon in der DS-Zone richtig baden gehen. Boah, gut, der ist überholt. Wo bist du gerade? 11. Lieblingskurve. Trujot 10. vor mir. Also ich habe eine Schwachstelle gefunden. Der KI, 1. Sektor und 2. Sektor Anfang. Beziehungsweise die ganze Strecke. Wenn die KI zusammenfällt, dann ist sie ziemlich schwach. Ja. Ja? Entschuldigung, gute Nacht, ja? Ja. Ja, mache ich. Alter, der Reifenabbau, Alter! So wie er da. Ich hab nicht umsonst die Push-to-Talk-Taste auf meinen Lenker gesetzt. So, gut, der Sitzer. Die schießen sich hier vorne ab wieder, ey. Also bei mir war gar nichts auf dem harten Reifen. Oh oh. Der Alonso klopft nicht nur an, der will unbedingt vorbei. Der alte Holzmichel kommt. Da sind wir ins Kies gefahren. Vettel. Geil. Philipp, das heißt schon mal, beide Red Bull nicht in den Punkten. Oh, das könnte auch wieder so eine knappe Situation. Alonso im Kies. Alonso im Kies. Das war ich. Das war wirklich ich. Philipp, du hast alle aufgehalten für mich. Ey, die sind alle weg. Du hast alle aufgehalten. Das ist wieder so ein Lackerrennen für mich, ey. Ey, Philipp, ich habe jetzt gute 5 Sekunden, 10 Sekunden Vorsprung. Philipp, ey. Geile Aktion. Oh. Ein Hülkenberg auf der 3! Ich glaube, es könnte was werden mit den zwei Stops. Die harten Reifen bauen wir fast gar nicht ab, Philipp. Meine Weichen sind gleich schon durch! Ey, die fahren ja einen Scheiß zusammen, die KI! Alter! Die hauen sich immer aufs Kies rauf? So, und der nächste ist im Kies. Grosjean. Damit bin ich 8. So, Massa ist vorne auf der 7. Alter. Alter, du müsstest eigentlich am Ende der Gruppe sein, ey. Philipp, das Geile ist ja, wenn es schießt sich hier jeder ab. Da fährt schon der erste in die Box, bist du das? Das bin ich, ey. Hier fährt noch einer rein. Sauber. Hülkenberg wahrscheinlich. Ja. Runter damit, ey. Fahr doch mal schneller, ey.
schlimm, wie die hier fahren, ey. Ich muss aber diese Zwei-Stopp-Strategie ganz, ganz hart durchfahren. Dann wünsche ich dir viel Spaß mit. Ja. Bist du auf neuen Reifen gestartet? Ja. Okay, das könnte ein Vorteil für dich sein. Ich hatte nämlich zwei harte neue noch übrig und einen weichen neuen. Und auf diese ganzen neuen werde ich jetzt immer fahren, Philipp. Wie der Alonso wieder rankommt, ey, unglaublich. Boah, 10 Runden wird echt hart werden, ey. Es wird richtig hart werden. Der rechte Vordere, der baut so gut wie gar nicht ab. Ja, aber der Rest baut ab. Und Alonso kommt dran, ey. Mann, was ist denn das für eine drecksletzte Kurve mit dem Toro Rosso? Auto da untersteuert en masse. Frontflügel ist ab, Sieg ist weg. Das untersteuert da wie Sau, ey. Das ist nur ein Qualifying-Setup gewesen, oder was? Wo bist du gerade? Oh, let's go 1. Alter, mit schweren Tanks ist das Auto fast unfahrbar, ey. Wie kann das sein, dass die KI sich rausschmeißt, gute 10 Sekunden hinter mir sind jetzt nicht überholt? Kujortenkopf und Frontflügel. Wir sind aber auf neuen weichen Reifen unterwegs. Oh, Auto! Vierter. Untersteuerst. Vierter bin ich. Alter, der Alonso fährt ja übelst schnell, weil der muss nur auf neuen Reifen sein, anders geht's ja nicht. Oh, wie schnell ist der? Den Unfall muss ich bei dir mal angucken. Boah, dieses Auto ist unfahrbar gerade, ey, und zwar richtig unfahrbar. So schlimm, ey. Ja, das Auto hat gar keinen Grip. Ich komme gut klar mit den Reifen. Ruhig, fahr ruhig. Es sucht hier auf der 6. Denn Benzin ist auch optimal. Und dann noch zwei wieder in der Box. Drei an der Box. Boah, das untersteuert unendlich, ey. Zweiter. Hamilton hat mich in der Box bekommen. Oh, diese Reifen, ey. War dein Frontflügel ganz ab oder nur ein Stück? Ein Stück. Ah, wenigstens nicht ganz ab.
muss diese Zweistoffhaltige eindeutig durchfahren. Ja, Rosberg, wie kann... Alter! Ihr bin schnell, oder? So, das sind die ersten Führungsrunden. Yeah, erster. Oh Mann, ey. Philipp Britta. Der Fahrer hinter dir fährt mit Standarddrehzahl. Hintermann mit Standarddrehzahl. Dein Hintermann hat teure Reifen als du. Behalt ihn im Auge. Je leichter das Auto wird, desto wohler fühle ich mich. Platz 1 und 3 für Toro Rosso, also besser kann es nicht laufen. Ayori Prosek, oh, Rosberg Dritter, was hast du gemacht? Ja, der hat mich natürlich überholt. Am Ende dieser Runde werde ich in die Box fahren, wenn die letzte Kurve, die ist so scheiße mit dem Toro Rosso zu fahren. Es geht. Also ich habe da so ein Dermaß untersteuern. Es geht bei mir. Also Qualify habe ich mich mit dem Auto deutlich wohler gefühlt. Kann ich mir vorstellen. Die fahren immer so 3 Sekunden schneller pro Runde als ich. Ja, sie sind nicht mehr 5 Runden drauf und gehen jetzt schon zur Orange über. Oh, oh doch. Zwischen dir und deinem Hintermann ist eine Lücke von 3 Sekunden. Versuch sie zu vergrößern. Ingenieur, wie soll ich diese Lücke vergrößern? Kennst du gar nicht. Oh. Das war echt knapp gerade. Boah. Bin ich fast mit der Kurve abgeflogen. Rosberg und Hamilton duellieren sich. Kannst du dich mal ein bisschen aufhalten? Ja, ja. Hamilton kommt jetzt. Soll ich mal ausbremsen? Er wollte dich doch. Nee. Falls in so die Box. Alonso ist 5, damit 5 Sekunden Rückstand. So, ab in die Box. Oh. Ja, ist klar. Ist klar. Logisch. Und heute ist Nikolaus. Passt gerade dazu. Mein Gott, Auto. Denk beim Rausfahren an die weiße Linie, sonst kriegst du eine Strafe. Weber ist 11. Philipp. Jetzt damit dran ist. Was soll ich mir dafür kaufen? Naja. Er ist immerhin nicht in den Punkten. Oh Gott. Oh, Alter. Toll. Och man, einmal zu schnell. Der Alonso gibt ja richtig Stoff dahin. Nein, der gibt Saugas, ey. Wir glauben, dass du dir bald an die Box fährst. Wahrscheinlich innerhalb der nächsten paar Runden. Oh, Auto, komm doch mal rum um diese Kurve.
Du bist Städter, oder? Ritter. Alter, gibt der richtig Schoff, ey. Alter, hier kannst du keine Runde auf Fett fahren. Also du bist 10 Runden mit den Hard gefahren, das ging gerade so. Alter, die waren nicht rot, sag ich mal, die waren dunkel, die waren braun, dunkelbraun. Ja, die waren nicht mal rot, waren die. Aber dein Setup ist zwar langsam, aber im Rennen ist dein Setup besser. Reifen schon da. Ja. Rosberg und Hamilton duellieren sich immer noch da vorne. Deswegen war ich auch so langsam im Rennen. Im Qualifying meine ich. Gang, wo ist mit welcher Zeit du mit dem Setup gefahren wärst? Rosberg an die Box. Die werden jetzt auf hart fahren, dann nochmal auf weiß, sag ich mal. Irgendwann auf der 3 jetzt. 10. 9. Rosberg ist vor mir. Auf weich fährt Rosberg. Dann fährt er den letzten Stint fährt er auf hart denn. Der fährt jetzt mindestens 5 Runden nochmal und fährt den letzten Stint nochmal auf hart. Okay, die fahren weich, weich, hart fahren die. Dein Vordermann hat die weichen Reifen drauf. Könnte schwierig werden, in diesem Stint die Lücke zu schließen. Rosberg war schon das zweite Mal in der Box, oder? Ja. Der muss noch einmal. Und ich auch. Du bist nicht. Er ist vor dir rausgekommen. Ja. Oh, Alonso ist hinter mir, ey. Soll ich mal aufhalten? Der Rosberg wäre mir viel wichtiger gewesen. Ne, der haut mir ab jetzt. Boah, kommt der Alonso ran, das ist ja unglaublich. Siebter. Welcher Platz? Siebter. Okay. Alonso ist ja sau schnell, wie kann der so schnell fahren und gleichzeitig so gut sein? Das geht doch gar nicht. Beziehungsweise, dass die Reifen so lange mitmachen. So, Alonso, dich gleich nicht vorbei. Jetzt hier. Rosberg ist auf weich unterwegs. Jupp. Hamilton an der Box. Du bist Erster, oder? Ja. Jetzt haben wir so deine Harten, wenn wir mindestens 8 Runden, 7 Runden halten. Rosberg jetzt Dritter wieder. Das heißt, du bist Vierter, oder? Fünfter, Hamilton ist vor mir gelandet. Also ist Rosberg vorne nach vorne gekommen. Ja. Rosberg ist vor Hamilton.
Weil er hat dadurch was verloren, weil noch andere die Box gefahren sind. Vielleicht kriege ich ihn ja jetzt, ne? Nein, den kriege ich nicht, aber ich habe DRS bekommen. Was ist denn deine schnellste Runde? 1,25,4. Auf? Hart. So, ich fahre jetzt eine 1,26,6 auf Hart. Hab DRS. Die KI kann schlecht rausbeschleunigen in der ersten Kurve. Kann ich mit Hamilton mithalten? Hat der irgendwie Red Bull in seinem Tank drin? Anstatt Kerosin? Ah ne, Kerosin haben wir Flugzeuge, was laber ich denn da für ein Rotz? Alonso, ne. Ich steck mal zurück. Du bist auf Position 6 zurückgefallen. Ich habe Alonso zurückstecken lassen. Du bist in Sektor 3 schneller als der Fahrer vor dir. Versuch ihn zu überholen. Alonso ist auch auf Hart unterwegs. Alter, wie ich rankomme. Hülkenberg 7. Muss hier ein bisschen cutten, aber nichts weiter passiert. Guck mal, die müssen alle nochmal in die Box, ja? Und ich kann mit denen mithalten. Und ich musste noch einmal in die Box. Die harten Reifen lassen sich gerade traumhaft fahren. In diesen 7 Runden halt, Philipp. Champion ist an der Box. Champion an der Box. Da bist du. 5. bin ich. Super gerade, läuft super. Oh, Hülkenberg! Ey! Oh Mann, ey! Strafe. Nein, da hat mich ins Kies rausgedrängt. Nein, bitte renn. Nein. Ja, keine Strafe. Oh Gott, hab ich Glück gehabt. Musst du dir angucken. Ich habe Alonso Max minimal berührt in der Kurve, in der Schikane, in der, kurz vor der Schikane, ja. Hatte Bestzeitkurs, ja. Oh, hat sie einen Schwein.
Entschuldigung, ich wollte jetzt echt nicht an Alonso. Aber man sammelt echt Erfahrung im Tor, so hier, ey. Philipp, willst du jetzt durchfahren? Natürlich. Weil Hamilton muss gleich überrunden. Alter, Hülkenberg! Wie? Beleckt! Philipp, gute Nachrichten, Hamilton muss überrunden. Boah. Boah, Hülkenberg aufzulegen. Ich bin Dritter, ey. Unglaublich. Ja, geil, 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 Philipp. Hamilton wurde von Guido van der Garde oder von irgendeinem ins Kies rausgehauen. Ja, ich brauche aber, dass der Rosberg rausgekegelt wird. Hamilton ist mir egal, Rosberg ist entscheidender. Boah, ich fahre in den Müll hier zusammen, ey. Du hast auch eine Runde mit den Harten und dann geht's auf die Weichen. Ob der Rosberg fährt in die Box. Muss vor ihm rauskommen. Locker komme ich da raus. Ist der in der Box? Ja, Rosberg war in der Box. Ich bin Zweiter. Kommt der gerade raus? Doch, der ist so, der ist lange drinne. Rosberg hat mindestens für 10 Sekunden mindestens verloren durch die Überrundung. Bist du vor ihm? Hülkenberg ist Fünfter. Fahr jetzt an die Box, wechselt dann auf Weich. Also bei mir kann man streiten, dass es eine Strafe ist oder nicht. Bei mir auch. Bei mir kann man sich mit Alonso streiten. Bei mir auch mit Alonso. Hab ich ihm zu wenig Platz gelassen. Und ich bin hinten raufgefahren. Nur ich bin einer in der Kurve, sage ich immer, muss ich keinen Platz lassen. Bestes Beispiel Brasilien. Liga. Also in der Kurve bin ich knallhart, da gibt's auch keine Regel, die mir das verbietet. Ich darf nur, die Regel besagt nur, dass ich auf einer Geraden keinen rausdrängen darf. Aber in der Kurve? Da habe ich kein Mitleid mit. Eine Kurve ist eine Kurve. Hamilton fährt an die Box. Ich auch. Und Alonso? Der fährt weiter. Auch. Nee, auch. Nee, Alonso fährt weiter bei mir. Okay. Alter, ich glaube, das kann ein richtig gutes Rennen werden für mich. Aber Alonso muss doch mal, oder? Ja, muss man. Es sind keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf. Also ich glaube, die Zweistopp-Strategie ist hier sogar die schnellere. Hast du auf Zweistopp gewechselt nochmal am Ende? Auf Zweistopp gewechselt? Ja, ich habe umgeswitcht. Weil ich gesehen habe, dass die Harten doch deutlich länger halten als vom Team vorgegeben. Bin mit den Harten, glaube ich, 11 Runden gefahren. Die halten noch 11 Runden. Besser noch ja, Runde aber mehr. Ja, aber der vordere Linke hat schon abgebaut. Herz ist auf Weich vor mir, der muss noch mal in die Box, ganz sicher. Also ich fahre sogar schneller als Rosberg. Also Alonso sollte am liebsten noch immer rein. Dann mache ich hier den Vettel nach. So nicht im Regen, sondern im Trockenen. Oder sind drei in der Box. Sind drei in der Box. Ist Alonso befallen, wahrscheinlich. Ja. Auf Weich. Alonso auf Weich. Ja, Perez fährt rein, sehr gut. Wo bist du gerade? Sechster? Ja.
Das wird ein richtig gutes Rennen für dich. Fünfter, komm, fünfter, Alonso vor mir, Alonso vor mir. Ja, Alonso hinter mir. Okay, ich habe einen guten Vorsprung, sehe ich gerade. Ja, 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 komm, komm, komm. Hamilton wird aufgehalten. Ja. Guck, jetzt sich auf einmal freuen kann. Im Training noch scheiß Rennstreck und so, ey. Und hier im Rennen nimmst du noch auf. Ja. Gut. Alter. Pick macht Platz. Also zwei Stops sind die schnellere. Da hab ich die Strategie besser gemacht. Ja, ich musste umswitchen. Come on, baby. Komm, gib Gas. Fünfter wäre ein super Ergebnis, ey. 8 Sekunden habe ich jetzt. Das wird der Sieg. Boxenstopp, diese Runde im Team ist klar. Ihr kennt mich mal. Du musst ja noch weiß wechseln. Ja, bin ich blöd oder was? Ja. Gieß es, ey. Fall jetzt hier knallhart durch. Denkst du, Icke? Du hast 2 Sekunden Rückstand auf Hamilton. Kommst du den noch? Nee. Oh. Voll verbremst, ey. Oh, dich lass ich nicht vorbei, Alonso. Auf keinen Fall. Der fünfte Platz gehört mir. Du wirst den nicht kriegen. Dein bestes Ergebnis, oder? Nein, ich war auch schon mal dritter, vierter. Echt? Was ist denn hier los? Grosjean, hallo? Bist du noch irgendwie noch da? Noch da? Alonso? Grosjean? Hallo? Warum bist du so lahm? Hamilton 3. Ah, Grosjean hat ihn. Warum ist so ein Grosjean schon lahm? Der fährt lahmer als ein Rollstuhl. Na, voll über ihn doch! Man muss ja machen. Ach, hat da jemand Reifenprobleme? Herr Grosjean? Ja, das kann hat sein. Hat da jemand sein. Reifenprobleme? Das kann echt sein. Hat da jemand... Alter, wie komme ich denn da ran? Boah. Alter, wie komme ich da ran, ey? Alter, KI! Der fährt auf hart, fährt der. Der fährt weiter. Gut, ich überhole ihn jetzt. So, mein Freund der Sonne. Bin mal eine 24.9 gefahren. So, da bin ich durch. Vierter. Alter. Wenn ich keinen Fehler mache, bin ich durch. Oh. Also, die KI ist richtig schwach, einfach Gott, die ist hier, sau oder? Schlecht, ey. Nein, Grosjean. Nein. Scheiße, da vor noch jemand aus, dann wäre ich Dritter. Podium. Grosjean, halt ruhig den Hamilton auf für mich, sehr gut. Den Alonso meine ich. Weißt du, was wir jetzt reinschneiden müssten? Das Teamradio an Sebastian Vettel. Vom Toro Rosso Team, das müssen wir jetzt eigentlich hier reinschneiden. Ich such's raus, okay? Ja, sieh bitte raus. Oder? Ja, ja, mach ich. Weil das passt doch, oder? Well done. Und wir fahren auf. Nein, den kriegen die mehr. 4,6 Sekunden. Wie viel Vorsprung hast du? 8 Sekunden. Auch kriege ich bitte. Ja, ich fahr zwar momentan eine Sekunde langsam bei Hamilton, aber... Was soll's, wa? Läuft. Ja, das Problem ist hier, du musst mit den weichen Reifen, um einen Stop mehr zu machen, ja, so 17, 18 Sekunden finden. Aber du hast gemerkt, dass meine Strategie immer die bessere war, oder? Die war die schnellere. Habe ich einmal perfekt ein Rennen gefahren, oder? Das war ein perfektes ja. Rennen für mich. Aber hat dein Team schon 2 Stops vorher geplant? Nee, 3.
Ah, okay. Ja, bei mir waren es auch 3. Aber die harten Reifen haben auch schon im Training gezeigt, dass sie deutlich länger halten. Ich bin wieder knapp vom Abflug, ey. Bin hier überall knapp am Abflug momentan. Alonso, du kannst es vergessen. Nicht hier. Not in my house. Gott, ey. So Angst. Komm mal, Rosberg, Hamilton, Strafe, irgendwas. Geh kein Risiken mehr ein und fahr unfallfrei ins Ziel. Ist ja unglaublich, wenn du als Erster wirst, ey. Es ist einfach. Das ist einfach. Okay, man muss sagen, das ist für mich eine saugeile zweite Saison, weil ich bin Dritter, Vierter, Fünfter geworden, unglaublich, ey. Und Weber holt keine Punkte, ne? So gut wie Wette, glaube ich auch nicht. Nein. Nein. Nein, nein, Alonso überholt mich. Toll. Geil. Ich muss auch in die erste Kurve reindriften, ganz ehrlich. Drifte da manchmal echt rein. Ich auch. Scheiße. Also geleitet der Wagen wird es so wohler, habe ich mich gefühlt mit dem Auto. Je leichter der Auto wurde, desto mehr kam das Setup mir wieder entgegen. Du meinst, Setup ist so ein typisches Qualifying-Setup gewesen. Oh Gott, ey, die Reifen, die bringen mich gerade um, ey. Nee, wie lange geht's noch? Du fährst mir nicht, nein. Nimmst du noch auf? Ja. Bei und in der Nacht? Also weg, ich muss noch Grosjean verteidigen. Letzte Runde, Alter, das wird richtig spannend. Meine Reifen sind dann. Die sind gerade so gut wie am Ende. Zwei riesen Fehler gemacht. Und die haben mir gleich mal fast den fünften Platz gekostet. Nee, Grosjean, du überholst mich nicht. Und die 27 Runden gingen schnell vorbei. So ganz freudig hier rum. Bei uns ist ja das schnellste Rennen in meinem Rennkalender. Man hört, wie viel Gigabyte ich noch frei habe. Oh, bitte. Oh, nee, abfliegen muss ich jetzt aber hier nicht mehr, ey. Also das Risiko muss ich nicht mal eingehen. Oh Mann, ey. Lass mir in der 2-Stunden-Strategie Fünfter werden, fertig ist. Vierter oder Fünfter, das sind 2 Punkte Unterschied. Zu? Ja, ich sehe gerade Alonso zu und dann bist du dran. Oh, Fünfter. Oder auch nicht. Oh, ich kann nicht mehr. Oh. Und 10 Punkte. Gute Arbeit. Guck dir mal den Unterschied zwischen Nico Rosbergs schnellste Runde und meine an. 1000. Ach komm, man muss sagen, ich bin. Marco über 5 gefahren. Red Bull holt keine Punkte. Marco über 12. Vettel 14. Guck mal, Kimi Räikkönen von 22 auf die 8. Das ist stark. Ach guck mal, also ich habe das Beste drin gefahren. Also wir haben 2 Stops gemacht und Grosjean und Räikkönen haben auch 2 Stops gemacht. Aber hat man gemerkt, Grosjean, der ist so langsam geworden, ey. Boah, ey. Der Sieg nach 39 Minuten. Du darfst das Rennergebnis präsentieren. Boah, ich kann nämlich. Leichte Kollision, der Verwarnungsfahrer in der ersten Kurve. ja. Ich darf verkündigen. DTNF1 gewinnt den ersten Grand Prix. Man kann sagen, der Vettel. Es kann sein, dass wir in Italien, dass er in Italien gewinnt. Hat er auch die Pole geholt, der Vettel? Ja. Das gibt's doch nicht, ey. Zweiter, Nico Rosberg, 80er Runde Rundstand. Hamilton, Dritter geworden. Also Rosberg, der hat da völlig Zeit verloren am Ende noch. Vierter wird Alonso, hätte ich auch werden können, hätte ich den Fehler nicht gemacht, aber egal. Fünfter werde ich denn, so ein saustarkes Rennen gab's noch nie von mir.
Sechster Romain Grosjean. Siebter Nico Hülkenberg. Achter Kimi Räikkönen von der 22. Achter, nee, neunter Jenson Button. Und zehnter Felipe Massa. Zwölfter Mark Webber. 14. Sebastian Vettel. Guido 22. Ausgeschieden. Keiner. Also die Aktion gegen Alonso war richtig hart. Also die war richtig hart. Meine war ziemlich, war auch ganz, wie der Alonso Gas gegeben hat danach, das war unglaublich. Alter, der hat Prosecco. Konnte ich nicht halten. Ich auch nicht, nee. Tut mir leid. Das war das, der heult drum, ich fasse nicht. Aber ich habe keine Strafe vom Spiel bekommen. Ich auch nicht, ich war so glücklich, dass ich keine Strafe bekommen habe. Alter, das war so scheiße eng, ey. Ich war schon auf dem Körper und der Alonso war rechts daneben. Alter, was sagst du denn zu meinem Rennen? Ich hab nicht gedacht, dass du so weit vorne kommst, ey. Deine Strategie war einfach die bessere. Och, ist das nicht schön. Marina Bay. Ich hätte weiter Bock aufzunehmen, Tobi. Wenn meine Festplatte ist, weiter. Oh. Freunde, Singapur. Wird's wie letztes Jahr? In der Fans 2012 hol ich die Pole. Ach ja, ich von. Was war das? Ich war schon nach ein paar Runden vorne. Du bist schon nach 10 gestartet und nach einer Kurve warst du schon auf 2. Da bin ich auf hart gestartet, ich weiß das noch. Ich glaube auch. Da hab ich um 12 Tage gewonnen, weil es am Ende noch geregnet hat. Oh nein, bitte nicht. Qualifying, ach. Nur Q1, ja, aber nur Q1. Okay, ja. Rennen trocken, ich bin erstmal froh darüber, egal. Freunde, das war das beste Rennen, dieses Let's Plays. Kann es noch besser werden? Ich habe keine Ahnung, warum Italien die behindertste Strecke im Spiel. Aber ich habe alles rausgerissen. Ich habe nicht gedacht, dass diese Strategie aufgeht. Habe ich nie gedacht. Du auch nicht, oder? Mm-mm. Du sagst, viel Spaß. 106 Fanpunkte habe ich, okay? Ich habe noch 10 dazugeholt. Das war auch ein super starkes Rennen von mir. Ich würde sagen, wir verabschieden uns und dann sehen wir uns zum großen Preis von Singapur wieder. Ja, Nachtrennen. Das wird ein spannendes Rennen und ich sag's. Geiler Grafik. Oh ja. Und ja, wir sagen ciao aus der Kommentatorenkabine. Macht's gut. Tschüss.